Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins braucht, checkt gerne mal meinen neuen Sponsor FIFA-Coins.com aus. Der Link ist natürlich wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung noch einen freshen Rabattcode, mit dem ihr bei jeder Bestellung noch ein bisschen was sparen könnt. Also unbedingt abchecken. Checkt außerdem gerne meinen Shop aus. Da gibt es ab sofort die neuen Nice Hoodies plus gratis Autogrammkarte. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Let's go! Come on, Alter! Elite 1! Monatspack! Bitte, Mann, da muss was Gutes drin sein. Come on! Bitte, ich weiß gar nicht, welche Flagge ich mir hier wünsche. Frankreich wäre schon ziemlich geil. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Video auf meinem Kanal. Und es haben sich so viele von euch eine neue Pack-Opening-Woche gewünscht. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wenn ihr Bock habt, gibt es ab sofort von Montag bis Freitag um 18 Uhr jeden Tag auf meinem Kanal ein neues Pack-Opening. Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, Leute, auf eine neue Pack-Opening-Woche, lasst ein Like da. Ich würde sagen, wenn wir die 4444 Likes auf dieses Pack-Opening schaffen, geht es morgen direkt weiter und alle Hashtag Pack-Opening-Woche in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir so lange mit der Pack-Opening-Woche weiter, wie ihr auf jedes Video die 4444 Likes raushaut. Vorher noch die Ankündigung, Leute, und zwar, ihr wisst es, am Freitag kamen die neuen Nice-Hoodies limitiert raus. Den schwarzen gab es auf 200 Stück limitiert und in weiß gab es den auch 200 Mal limitiert und passend dazu natürlich auch die neue limitierte Autogrammkarte gratis zu jeder Bestellung dazu. Und ihr wart einfach nur zu krass, Mann. Danke für euren Support, Leute. Es gibt von dem schwarzen Hoodie mittlerweile noch, glaube ich, knapp 20 Stück. Von dem weißen gibt es noch, glaube ich, 50, 60 Stück. Also, falls ihr noch einen der beiden Hoodies haben wollt, dann checkt unbedingt jetzt schnell meinen Shop aus. Erster Link ganz oben in der Videobeschreibung. Es wird, glaube ich, wie gesagt, nicht mehr lange dauern. Dann ist der schwarze komplett ausverkauft und der weiße wahrscheinlich auch bald. Das heißt, falls ihr noch Bock habt, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Wir starten ins Pack-Opening. Danke nochmal an Mirko, der hat uns die Packs zur Verfügung gestellt. Ich packe euch sein Instagram und so weiter direkt unten in die Videobeschreibung. Unbedingt mal abchecken. Wir starten direkt. Let's go. Wir fangen aber natürlich erstmal an, Leute, mit dem 100k-Pack. Das ist ganz klar, mit dem 100k-Pack. Ich muss sagen, es war noch, ich warte ja immer noch auf die erste Ikone aus den 100k-Foot-Champions-Packs. Come on, vielleicht ist es heute soweit. Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Ich würde mich freuen. Schauen wir mal. Das Ding ist, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, immer, wenn ich auf seinem Account von einer verdammten Ikone rede, kriege ich einfach ein 100k-Pack ohne 83er Plus. Das war letzte Woche auch so. Da habe ich gesagt, vielleicht ziehen wir jetzt mal eine Ikone. Und genau dann kam auch einfach wieder ein Pack, wo kein 83er Plus drin war. Okay, das sollte ich aufhören, Leute. Das sollte ich auf jeden Fall verdammt nochmal aufhören. Das ist eine absolute Verarsche, Mann. Wenn man ein Pack zieht, wo nicht mal ein 100k-Pack, nicht mal ein 83er Plus. Na okay, das heißt, das 100k-Pack hat sich schnell erledigt. Wir kommen also zum 3-In vom Pack. Ihr wisst es, es lohnt sich nur, wenn die Frankreich, die Brasilien oder die England-Flagge auftaucht. Sonst kann es nichts Gutes werden. Nose-Pack, let's go! Come on, bitte. Es muss jetzt eine dieser drei Flaggen werden. Am besten die Frankreich-Flagge. Come on, komm, 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 komm. England, rechter Flügel! Sterling, Junge! Nice, Alter! 86er Sterling! Ey, der Typ! Ist 300k oder so wert, Leute. 300k. Oder war der zumindest wert 300k? Wahrscheinlich jetzt noch 250 oder so. Aber wie heftig ist das denn? Sterling M3 in vom Pack. Und wenn alles gut läuft, ist da jetzt vielleicht noch Memphis Depay hinter. Und der könnte dann auch nochmal 100k wert sein. Das heißt, das könnte hier, das ist wahrscheinlich das heftigste 3-In vom Pack, das man ziehen kann zu diesem Team of the Week. Weil ganz ehrlich, man kann natürlich nicht mit so einem Griezmann rechnen. Man kann ja nicht mit so einem Griezmann im 3-Info-Pack rechnen. Und Sterling ist nach Griezmann der zweitbeste Spieler mit Casemiro natürlich. Er hat dasselbe Rating. Allerdings ist Casemiro billiger als Sterling. Aber es könnte ja rein theoretisch, könnte auch Casemiro hier noch drin sein. Stellt euch mal vor, jetzt ist hier einfach noch Casemiro drin. Okay, Alter, damit bin ich sowas von zufrieden. Wir schauen mal, wer jetzt noch dahinter ist. 3, 2, 1, let's go. Come on, jetzt noch Casemiro oder Memphis Depay. Einer von den beiden. Oh, Jonas, 85er, noch ein Walkout. Zwei Walkouts in einem Pack. Ja, lässt sich sehen. Hier 750k Price Range. 300, ey, das ist über 300k wert. Wie heftig ist das denn? Das ist heftig, Mann. Für ein 3-Info-Pack absolut geil. Also, wenn ich Sterling bei mir auf dem Account ziehen würde, vielleicht habt ihr auch schon meinen Pack gesehen, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ihn gezogen, ich weiß es nicht. Da wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Ich nehme das hier gerade vorher auf, bevor ich mein Pack öffne. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, was ich bei mir gezogen habe. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ja, weil ich es euch wahrscheinlich schon hochgeladen habe. Demirel und Jonas sind jetzt beide nicht ganz so gut. Aber das ist eines der geilsten 3-Info-Packs überhaupt, die man diese Woche ziehen konnte. Also, Sterling bringt 300k. Jonas, wir können nochmal nachschauen. Warte mal kurz. Wir können nochmal nachschauen.
Ja, der wird wahrscheinlich 30.000 oder so bringen, wenn überhaupt. Ja. Ey, ich bin aber gut im Schätzen hier. Und ja, Demirel wird wahrscheinlich zum Abstoßen weggehen. Also, sagen wir mal ungefähr 350.000 hat dieses Pack gebracht. Ja, dafür das 100k-Pack war halt komplett broke gerade eben. So, wir schauen jetzt, was wir hier noch aus diesem Elite 1 von Champions Pack rausholen können. Also bislang lief es ganz gut. Ich hoffe, es läuft jetzt hier gut weiter. Ich hoffe, stell dir mal vor, wir ziehen jetzt hier nochmal Pogba, Leute. Wir haben ja letzte Woche, ihr seht hier nochmal kurz einen Einschnitt, Pogba gezogen auf seinem Account. Belgien oder Frankreich? Komm her! Ich glaub's nicht! Paul Pogba! Alter! Das gibt es nicht! Oh mein Gott! Das gibt es nicht! Junge! Das gibt es nicht! Paul Pogba! Da habt ihr es gesehen, Leute. Davor die Woche haben wir Son gezogen. Und es lief eigentlich, muss man sagen, bei ihm immer richtig, richtig gut. Deswegen gehe ich auch jetzt vom guten Pack aus, Leute. Ich gehe jetzt auch vom guten Pack aus. Wir schauen mal, die Nase des Packer wird es richten. 3, 2, 1. Let's go! Come on, Alter! Elite 1! Monatspack! Bitte, Mann, da muss was Gutes drin sein. Come on! Bitte, ich weiß gar nicht, welche Flagge ich mir hier wünsche. Frankreich wäre schon ziemlich geil. Come on! Schweden! ZIV! Das ist jetzt nicht deren Ernst, Digga. Grandquist! Ich fass es nicht, Alter. Ich fass es nicht. Grandquist. 85er rated Grandquist. Ich glaub's nicht. Ey, wie bitter ist das denn? Eieiei, wie scheiße ist das? Alter, jetzt mal ehrlich. Grandquist. Warum? Ey, ich check's nicht. Jetzt mal ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Okay, das, um ehrlich zu sein, das tut mir leid für ihn. Okay, wir haben gerade Sterling gezogen. Das ist ja eh scheißegal, so gesehen, was hier drin ist. Weil das Ding ist, ja okay, was heißt das scheißegal, Mann? Aber es könnte noch Son drin sein. Und den könnte man ja dann noch wenigstens annähernd benutzen zum Spielen. Aber wenn jetzt hier nicht... Der hat 70 Schießen als Innenverteidiger. Aber 54 Tempo. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Naja, wir schauen mal, wer da noch hinter ist. Komm, bitte lass Son dahinter sein. Bitte Son. Come on, Rafa. Oh mein Gott. Da ist nicht mal... Eieieiei. Kein, ja, jetzt hätte ja so gesehen auch noch ein Mbappé dahinter sein können, der hätte ja auch 85. Kein Mbappé, kein Son, kein gar nichts. Junge, Tauvar, Raphael, Radetzky, was ist das für Spieler? Oh mein Gott, ey, das gibt es so nicht. Er hat mir vor der Aufnahme gesagt, ich habe kurz mit ihm telefoniert, er hat gesagt, weil wir letzte Woche Pogba gezogen haben, davor die Woche Son, hat er irgendwie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Packs diese Woche scheiße werden. Ich denke mal, mit Sterling haben wir da noch was ganz Gutes rausgeholt. Aber er hat es schon irgendwie im Gefühl. Dass die Packs ehrlich nicht so geil werden diese Woche. Und das ich bin ganz ehrlich, dieses Tor bei 100 Pack, das könnte man jetzt eigentlich instant abstoßen. Wenn man die Spieler nicht für Squabbling Challenges abgeben könnte, würde man das Pack hier komplett abstoßen können. Naja, okay, ich zeige euch noch kurz sein Team. Er hat es jetzt mittlerweile, ja, wieder ein bisschen umgebaut. Und zwar, hier seht ihr es. Er macht gerade den 90er PT, deswegen meint er eigentlich zu mir, dass er aus dem Foot Champions Pack einen High-Rated Spieler braucht, um an PT ranzukommen. Den habe ich jetzt leider nicht hier für ihn gezogen, das heißt, da muss er sich entweder einholen. Hier, Mbappé, ey, er hätte sogar Mbappé eingebaut. Wie geil wäre das gewesen, wenn wir in Kilian Mbappé hier in diesem Pack gezogen hätten. Schade, Mann, ehrlich schade. Ich glaube, ein anderes Team hat er momentan nicht. Nee, das ist sein Hauptteam. Er hat es wieder umgebaut, er hat noch 2,6 Millionen Münzen oben, ihr seht es. Also, ich werde euch dann nächste Woche nochmal so ein neues Team zeigen. Das war's dann von diesem Video. So, hier sind wir auf meinem PC-Account. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Leute. Vielleicht noch nicht. Ich werde jetzt die Weekend League immer auf zwei Konsolen spielen. Einmal auf der PlayStation und einmal auf dem PC. Das sind insgesamt 65 Spiele. Auf dem PC sind es ja nur 25. Man braucht auf dem PC so 22 Siege reichen, um in die Top 100 zu kommen. Und das will ich natürlich schaffen. Ich habe jetzt leider nur eine Woche gespielt. Das heißt, wir sind monatlich... Ja, leider natürlich auch nur Silber 3, das wird nichts geben, aber ich habe es direkt hier in der ersten Woche Elite 3 geschafft. Das war eigentlich nicht mein Ziel, ich wollte eigentlich mindestens Elite 1 packen, aber naja, ihr seht es, die Preise auf dem PC sind auch ein bisschen unterschiedlich. Man kriegt natürlich ein 3 Inform-Pack, das ist klar, aber zum Beispiel anstatt 100k-Pack kriegt man zwei Premium-Goldspieler-Sets und 50.000 Münzen, also... Man muss sagen, die PC-Preise sind schon ein bisschen unterschiedlich. Dafür muss man natürlich sagen, hat man auch nur 25 Spiele. Ich werde diese Woche wieder alles geben und
Ja, das Ziel ist natürlich ganz klar, irgendwann mal in die Top 100 das Ganze zu schaffen. Wie gesagt, 22 von 25 Spielen muss man gewinnen. Ich glaube, das ist möglich. Wir werden es sehen, Alter. Was? Hier sind zwei. What? Hier sind zwei rote Informs drin. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Hätten die sich auch sparen können. Jetzt mal ehrlich. Aber, na okay, wir fangen erstmal an mit den beiden Premium-Goldspieler-Sets. 12 Spieler, 3 davon sind selten. Ist eigentlich auch unnötig. Ganz ehrlich. Als wenn die... Oder warum machen die nicht einfach 51k-Pack da draus? Oh, ey. Alter, come on. Vielleicht sind die Packs besser, als man denkt. Ja, okay, Julian Draxler, 84er rated. Ist okay, aber ist okay. Man muss überlegen. Guck mal, er hatte vielleicht... Mein Ding ist, ich habe ja auf der Playstation habe ich ja auch meine Elite 3 Hugots gezogen. Und da habe ich ja im 100k-Pack einen Inform gezogen. Ein 76er Inform. Und der beste Spieler hinter diesem Inform war ein 83er rated Spieler. Das heißt, dieses Pack hier war schon einfach besser als mein 100k-Pack auf der Playstation. So bitter es auch klingt, aber so war es halt ehrlich, Alter. Das ist ehrlich bitter, aber naja, okay, was soll's. Aber wie gesagt, man kann natürlich von diesen zwei Goldspieler-Sets jetzt nicht so wirklich was erwarten, aber na egal, die Hoffnung liegt gleich auf dem anderen Pack. Ja, hier war noch nicht mal toll, noch nicht mal ein seltener Spieler drin, noch nicht mal ein 83er Plus, meine ich, seltener Spieler ist es schon, es ist David Villa. 82er rated, naja, okay, damit waren diese Packs dann doch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zwar relativ kacke, Mann, na egal, das... Ja, den stoßen wir ab hier, den Rest nehmen wir mal mit in den Verein. Schauen wir mal, vielleicht brauchen wir die mal irgendwann. Naja, was soll's. So, jetzt kommen wir zu den beiden Packs. Ich weiß gar nicht, komm, wir öffnen erstmal das hier, weil das hier wird wahrscheinlich besser sein, nehme ich mal an. Aber hier sind zwei rote Informs drin. Aber ich glaube, warte mal, sind das überhaupt rote Informs? Doch, es sind rote Informs. Okay, come on, wer wird es? Oh, ein Bebu. 78, dein Ernst? Oh mein Gott. Eieieiei. Okay. Silber Rewards. Die bringen absolut gar nichts. Eieiei, was ist das? Junge, Gerd. Oder Gerd und Bebu. Was ist das? Also, Bebu ist gar nicht schlecht. Der gute Werte, Mann. Muss man sagen. Die haben schon als Inform gezogen.